Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Wie bereits im letzten Part angekündigt, habe ich zu diesem Zeitpunkt, zu dem ich das hier sage, bereits das Ende der Story aufgenommen. Allerdings habe ich mich jetzt kurzerhand dazu entschlossen, dieses Finale doch erst ans Ende des Let's Plays zu packen. Denn es gibt hier schließlich noch einiges zu tun, zwei Tankermissionen, ein paar Außenposten, ein paar Glockentürme und ja, zugegeben, der Vorteil, dass ich die Story jetzt beendet habe, ist, dass ich Paganmins Festung jetzt ziemlich geschwächt habe und ich die gleich erobern kann. Netter Nebeneffekt, aber ne. Ich würde trotzdem gerne die letzten drei Kampagnenmissionen lieber ganz ans Ende packen. Auf diese Weise will ich sicherstellen, dass das Finale auch tatsächlich am Ende des Let's Plays drankommt. Ich denke, das ist durchaus passender. Ich habe halt zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass die letzten drei Kampagnenmissionen nahtlos ineinander übergehen und schon das Finale des Spiels darstellen. Deswegen, ich werde jetzt gleich meine Eroberung dieses Außenpostens, war das glaube ich, hinten dran knüpfen. Keine Sorge, ich habe mir den Part gerade nochmal angeguckt, wo ich das erobert habe und da waren jetzt keine Spoiler drin, also ich habe jetzt das Ende nicht verraten oder so etwas. Keine Angst. Und ja, nachdem ich diesen Außenposten erobert habe, werde ich bereits wissen, dass ich das Ende nicht spoilern darf. Und da werde ich auch ganz besonders darauf achten, dass ich nichts verrate, während ich hier in einem Halbkreis den ganzen Rest erledige. Na dann, ich wünsche euch viel Spaß. Das heißt, ich werde die letzten beiden Shangri-La-Missionen, die vier Außenposten und die zwei Glockentürme aber trotzdem noch machen. Wie gesagt, ich will euch schließlich alles zeigen, aber für diejenigen, die das Spiel jetzt schon beenden wollen an der Stelle, also für die das Let's Play jetzt vielleicht schon vorbei sein könnte, die kann ich sogar auch noch beruhigen, denn ich werde hiernach auf jeden Fall das DLC weiterspielen. Und zwar heißt das, glaube ich, Tal der Yetis, wenn ich mich richtig erinnere. Also das ist ein ziemlich großes ein ziemlich großes DLC, wie es aussieht. Wie der mich jetzt bitte nicht gesehen hat, verstehe ich nicht. Ja. Zugegeben, das habe ich jetzt verdient. Wieso lösen die denn bitte keinen Alarm aus? Okay. Kein Alarm, ja. Warum, weiß ich auch nicht. Das war jetzt überraschend einfach und schnell. Ja. Jedenfalls, ich werde definitiv das Tal der Yetis, also das DLC zu dem Spiel, auch noch zocken. Allerdings eben erst, nachdem ich alles, so ziemlich alles aus dem Hauptspiel erledigt habe, was ich euch zeigen kann. So, und das ist ja schließlich noch ein bisschen was. Und vergesst nicht, ich werde auch noch eine kleine Lesesession einlegen, sobald ich alle verlorenen Briefe noch gefunden habe. Denn alle Tagebucheinträge meines Vaters habe ich ja schon. Jetzt fehlen nur noch die letzten verlorenen Briefe. Ja. So, was machen wir als nächstes? Ich würde glatt sagen, da ist der nächste Außenposten, ich wollte schon sagen. Würden wir als nächstes die nächste Tankermission machen? Ich finde, das ist doch relativ gut, oder? Dann arbeiten wir uns von hier unten langsam in einem Halbkreis quasi nach oben hoch und werden dann das Hauptspiel quasi mit der letzten Tankermission beenden. Wenn schon, denn schon. Also denn, wir sehen uns, sobald ich den Weg zu dem Tempel, wo der Tanker ist, gefunden habe.
Okay, ich glaube, ich habe den Zugang an dieser Stelle hier gefunden. Wow, was zum Teufel ist denn jetzt gerade mit dem Bild los? Guckt euch das an, ey. Als ob Sonnenstrahlen total verrückt spielen wollen. Würden. Nicht wollen, würden. Eieiei, okay. Und zwar hier befindet sich wieder ein Ankerpunkt für unsere Zetterhaken. Setze deine Reise durch Shangri-La fort. Ja, ja, mach ich doch. Genau das ist mein Ziel gerade. Ja, wunderbar. Das ist natürlich wunderbar einfach. Gut. Also das, was ich jetzt gerade aufnehme, nehme ich bereits mit dem Wissen auf, das Ende nicht zu verraten von dem Spiel. Ich bin froh, dass ich aus der Eroberung des letzten Außenpostens nichts rausschneiden musste, um eben Spoiler zu vermeiden. Puh, habe ich nochmal Glück gehabt. Ah, Kalinax Trumpf. Kalinax? Oh Gott, das klingt aber gar nicht gut. Okay. Ja, da haben wir den schon erreicht. Ich werde vorher noch meinen Skillpunkt hier verteilen, den einen. Wenn ich schon mal dabei bin, so. Na dann, auf nach Shangri-La. Okay, ein riesiger Elefant. Ich bin gespannt. Drücke R1 und lass dir von deinem Tiger dabei helfen, Dämonen auszuschalten. Okay, gut, dass die mich nochmal dran erinnern. Es ist lange her, seit ich die letzte Shangri-La-Mission gespielt habe. Ich weiß schon kaum mehr, wie die funktionieren. Ich weiß nur, dass ich irgendwie keinen Fallschaden kriege, dass ich fliegen kann und sonst was. Ja. Der Rakshasa, der die Glocken angekettet hatte, wachte aus einem hohen Turm über Shangri-La. Je näher wir dem Rakshasa kamen, desto verrückter wurde die Welt. Wow. Ich musste Shangri-La vor dem Dunkel beschützen. So wie Motten ins Licht müssen. Wow. Mann, mein Tiger ist ja fix unterwegs. Okay. Boah, krass. Heißt das, wir werden tatsächlich in der letzten Tanker-Mission auch so eine Art Endgegner besiegen? Oh. Bin ich schon gespannt drauf. Bis jetzt sind diese Tanker-Missionen, also die Shangri-La-Missionen, ja doch schon ziemlich geil. Gefallen mir richtig, richtig gut. Ach Gott, sind das wieder diese Bombenhunde, oder? Abi, ciao! Wunderbar. Pfeile sammeln wir hier auf. Ha. Schon ein Checkpoint? Ging ja schnell. Oh yay! Yeah. Oh oh, ja. Das war jetzt zugegebenermaßen blöd. Ich hatte schon gar keine Energie mehr und trotzdem habe ich wieder Takedowns gemacht. Das ist nicht gut. Wenn du auf tote Bestien schießt, explodieren ihre Körper. Ja, das haben wir bei der letzten Mission bereits festgestellt. Bei der letzten Shangri-La-Mission. Captain Takedown. War's das? Hast du es geschafft? Rette den Elefanten. Ja, bitte. Och, bitte sag mir, dass ich jetzt den Elefanten tatsächlich reichen kann. Ich bin kein Dämon. Och, das ist toll. Das ist toll. Wow! Holy shit! Finde die Glocke der Erleuchtung. Okay. Reiten kann ich ihn scheinbar nicht. Schade. Oh. Ich hätte ihn jetzt so gern geritten. Einen Elefanten in Kyrat zu reiten war ja an sich schon badass genug, aber
einen Elefanten hier in Shangri-La zu reiten, ist, denke ich mal, der absolute Wahnsinn. Wow. Tiger, erschreck mich nicht so, ey. Okay, ich denke, ich sollte als erstes dorthin oder dorthin? Na, das ist jetzt gerade näher gelegen. Okay, der Elefant läuft auch dahin. Also sehe ich das als Zeichen, dass ich zuerst dorthin gehe. Oh Gott, das ist ja eine halbe Ewigkeit entfernt. Mist. Nee, dann gehe ich doch lieber dorthin als erstes. Ups. Nein. Ich möchte rüber. Oh. Das war, glaube ich, ein ziemlicher Fail. Oh oh. Wie hießen die Viecher nochmal, Unholde? So. Schön erledigen wir. Ja, geil! Ey, das war ja super. Wow. Nein. Böse. Okay. Das war ja jetzt geil. Das war quasi ein Team-Takedown. Der Tiger und ich haben jetzt zusammengearbeitet. Zum Teufel sind denn die Drecksäcke jetzt? Boah, geil! Der Elefant gibt tatsächlich mit mir. Wow! Nice! Okay. Oh, holy shit! Oh. Die Kerle scheinen ja auch kein großes Problem mehr darzustellen. Mit diesem Pfeilhagel. Okay, wo kann ich das drehen hier? Dann mache ich das direkt. Der Vorteil ist ja, dass, glaube ich, alle Dämonen dann instant von mir vertrieben werden, sobald ich das gedreht habe. Oder? Na, selbst wenn nicht. Ah, wird da eine Brücke etwa gebildet? Ja. Das ist ja interessant. Eine Brücke zu der quasi schwebenden Festung. Ich folge dem Elefanten. Ich finde es immer noch lustig, dass dieser Mann, den wir jetzt gerade spielen, die Stimme von AJ hat im Kampf. Weil immer wenn er sich zum Beispiel selber heilt oder Schaden kriegt, man merkt einfach an den Lauten, die er von sich gibt, dass das eigentlich AJs Stimme ist. Haben die wohl einfach übersehen, haben wohl vergessen, da was anderes hinzupacken. Vielleicht war es in der englischen Version ja genauso, wer weiß. Ist ja auch nicht schlimm jetzt. Also es reißt mich jetzt nicht allzu sehr aus diesen Missionen raus, aber es ist nun mal eine Sache, die mir auffällt. Macht ja trotzdem alles Spaß hier. Keine Frage. Okay. Eieiei, na toll. Yay! Ah, sehr gut. Nein! Bam, nur von oben hier, du Wichser. Lass den Elefanten in Ruhe. Oh oh. Versuchen wir mal ganz schnell durch dieses Tor zu kommen. Oder durch den Luftstrom. Keine Ahnung, was das sein soll. Checkpoint, oi. Ah, sehr gut. Ha, jetzt habe ich zwei Begleiter, die mir helfen. Geil.
Ja, was kommt jetzt? Muss ich jetzt irgendwas machen? Was zum Teufel? Was machst du denn hier? Ernsthaft, was hat der denn hier gemacht? Das ist ja ganz komisch. Jetzt ganz im Ernst, soll ich hier noch irgendwas Bestimmtes machen? Ach so, ich kann doch auf ihn reiten. Ja, toll. Ah, alles klar, jetzt ergibt das Sinn. Ja, sehr gut. Bam, bam. Hier kommt der Arschtritt zu. Ah, das macht Bock. Das macht richtig Bock. Ich würde gerne runter. Kann ich nicht runter? Oh, ich bin unten. Shit. Wusste ich gar nicht. Direkt. Oh, danke, Elefant, dass du mir hilfst. Ah, lecker. So, dann gucken wir, ob hier noch mehr Schafschützen sind. Oh nein, Unhold. Aber da ist noch ein Pfeilschütze. Ein Bogenschütze. Pfeilschütze, das Wort hat die Welt auch noch nicht gehört. Mach den noch mal platt, während ich mich hier oben um den Unhold kümmere. Sollte ja ganz schnell gehen. Schon ist er am Boden, jetzt noch den Takedown. Und fertig. Okay. Wow. Okay. Hä? Liebe Statue, nette Statue. Du tust mir doch bestimmt nichts, oder? Eieieiei. Ach so, ich soll nach oben. Alles klar. Los geht's, los geht's. Oh, ey, diese Unheule immer. Das ist gut. Zwei Pfeilhagel reichen aus, um die in die Knie zu zwingen. Soll ich noch weiter hoch? Scheint so. Upsa, wow! Heilige Scheiße, wie schnell haben die mich denn jetzt bitte auseinandergepflückt? Mann, Mann, Mann. Okay. Na dann, auf ein neues. Triple Takedown. Der wäre erledigt. Oh, wie weit tatsächlich der Feueratem reicht, hätte ich nicht gedacht. Einmal Handgelenk einrenken. Wo ist denn der hin? Hat mein Tiger ihn tatsächlich erledigt? Sehr gut. Weg vom Fenster. Wow. Okay. Okay, schnell zur Glocke. Oh ne, leck mich. Ich mach jetzt die Glocke.
Waffen reichten nicht, um den Rakshasa zu töten. Da wusste ich, dass es nur einen Weg gab, wie meine Reise enden könnte. Alles klar, also gibt es bei der nächsten Tankermission tatsächlich einen Bosskampf, wie es aussieht. Entschuldigung, jetzt ist mitten in der Cutscene am Ende tatsächlich die Aufnahme abgebrochen. Ach, es ist echt zum Kotzen. Es geht mir ja auch selbst auf den Senkel. So. Damit hätten wir Nummer 4 von 5 abgeliefert. Wunderbar. Ja, jetzt fehlt nur noch der ganz rechts. Das zerstörte Paradies beendet. Sehr gut. Okay. Was machen wir dann als nächstes? Ach Quatsch, die Karte. Da. Ja, als nächstes ist dann dieser Außenposten hier dran. Wir sehen uns dann dort. Da ist er auch schon. Und das wird höchstwahrscheinlich auch das letzte sein, das ich in diesem Part tun werde. Ja. Schauen wir mal, ob ich das einigermaßen hinkriege. Okay, noch einer. In letzter Zeit sehe ich aber durchaus ziemlich selten Jäger an den Außenposten. Mittlerweile sind das immer mehr... Geht bitte weg. Geht bitte, bitte weg. Ja, gut. Dankeschön. 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 Okay. Gut. Na denn. Hoffen wir mal, dass das was wird. Okay, eine Kaserne. Interessant. Okay, der geht gerade weg. Das ist gut. Würde der mich jetzt sehen? Nö, gut. Der ist hier so schön isoliert, bietet sich an, den zuerst zu erledigen. Ist da ein Tier drin? Mist. Ach, jetzt muss ich ganz schnell aus dem Außenposten raus und die außen erledigen. Oh, ja, greif den Außenposten an. Genau, ja, sehr geil. Ja, sehr gut. Oh, das ist ja jetzt herrlich. Jetzt machen die schön den Außenposten für mich ein bisschen sicherer. Ein bisschen. Okay, war es das schon? Schade. Ah, da oben ist noch einer, alles klar. Ah, schade. Ich glaube nicht, dass die irgendeinen erledigen konnten. Mist, ey. Da oben der Scharfschütze, der würde mich... Nee, doch nicht mehr. Schade. Ach, was heißt schade? Ist doch gut. Was laber ich davon? Mist. Wunderbar. Schwerer Takedown. Oh, 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 oh. Okay. So, von einer erhöhten Position aus sollte ich eine bessere Chance haben. Okay. Meine Meinung. Gut. Und jetzt den als nächstes. Puh. Alles klar. Gut. Über mir ist noch einer. Ja, ein Scharfschütze. Alles klar. Komme ich zu dem hoch? Bestimmt, oder? Irre, wie viel Blut meine Klinge schon gekostet hat. Ja. Zu mehr wird es nicht mehr kommen, das garantiere ich dir. Okay. Den
mache ich dann auch lieber noch alle. So. Der MG-Schütze wäre damit dann auch weg. Oh! Glaubst du, du überlebst das? Jetzt kommen die zu mir runter, oder was? Ja, pö. Mir soll es recht sein. Wo guckt der jetzt hin? Dahin, okay. Ich mach mal einen Rundgang. Nachsehen, ob alles okay ist. Ja, mach das. Komm schön zu mir runter. Och, Menno. Der ist direkt hinter diesem Vorsprung. Ah. Ist doch blöd. Wie komme ich da hoch, verdammt nochmal? Gail! Diese verdammte Drecksau! Gail! Das wird wehtun! Ach, kommt der jetzt runter? Ich gehe nach unten! Ja, alles. Ah, da war echt. Da war eine Leiter? Mist! Glaubst du, du überlebst das? Ich mach dich fertig! Der ist schon mal weg vom Fenster. Hä, wo ist denn der jetzt hingelaufen? Ich dachte eigentlich, der kommt gleich, der erscheint gleich hinter mir. Ja, okay, das war ein leichter Fail von dir. Geil! Ein Außenposten unentdeckt geschafft. Das ist auch lange her. Alles klar. Und mit der Eroberung dieses Außenpostens verabschiede ich mich auf jeden Fall auch schon von euch. Im nächsten Part werden wir dann die restlichen Positionen hier erobern. Na denn, bis zum nächsten Part von Far Cry 4. Bis dann!